Herzlich willkommen heute beim Business Talk am Kudamm. Heute sprechen wir mit Otis Klöber. Er ist Managing Partner bei der INX Investings Experts GmbH und mit ihm sprechen wir über die Chancen und Risiken von Kryptoinvestments. Lieber Otis, jede Medaille hat ja zwei Seiten. In dem Fall eine Risiko- und eine Chancenseite. Und das schauen wir uns mal beim Thema Krypto heute genauer an. Schön, dass du da bist. Ja, danke für die erneute Einladung. Otis, welches Potenzial bringt denn Krypto mit sich? Na, ich glaube, ganz allgemein kann man sagen, dass Krypto die spannendste Asset Class, also die Branche ist, die das meiste Potenzial mit Blick auf die kommenden Jahre hat, also das mal ganz allgemein. Kryptowährungen sind ja deswegen so stark gestiegen, weil der Netzwerkeffekt da eine ganz wichtige Rolle spielt. Je mehr Menschen einem Netzwerk zutreten, also vielleicht kann man das gut verdeutlichen, am Thema Internet. Also Jeff Bezos, der Gründer von Amazon, hat, ich glaube, 60 Termine gebraucht, 60 Menschen einzeln one-on-one sprechen müssen, um einige davon zu überzeugen, verständlich zu machen, was ist Internet überhaupt, um sein Amazon gründen zu können, um $1 Million, was jetzt auch nicht so eine Riesensumme ist, zusammenzubekommen, dass das Internet im Alltag angekommen ist. Also das Potenzial muss man heute niemand mehr erklären, man muss auch niemand mehr erklären, was Amazon ist und man muss auch niemand erklären, warum Jeff Bezos damit so erfolgreich geworden ist, immerhin der vermögendste Mensch überhaupt geworden. Also wenn man frühzeitig einem solchen Netzwerk zutritt, was noch sehr viel Potenzial hat, ist natürlich sehr spannend. Bitcoin hat sich ja von unter einem Cent zu 69.000 entwickelt. Andere Kryptowährungen sind da ganz stark mitgewachsen. Also ganz viel Potenzial. Allgemein, Kryptowährungen sind in Deutschland, in Europa legal und reguliert. Verschiedene Staaten planen die Einführung digitaler Währungen. In Europa ist es der digitale Euro. Also man kann sagen, Krypto ist da und ist hier, um zu bleiben. Also ganz viel Potenzial mit Blick in die kommenden Jahre. Otis, viele Risiken stehen ja im Raum, was das Thema Krypto betrifft, gerade in den USA. Und da würde mich mal wirklich interessieren, wie schätzt du das persönlich ein? Wie hoch ist das Risiko, dass langfristig, mittelfristig beziehungsweise bald der Krypto komplett verboten sein könnte? Ja, also ich sehe nicht, dass in absehbarer Zeit Krypto überhaupt verboten wird. Im Gegenteil. Da sind ja ganz viele Entwicklungen, also Regierungen schaffen Maßnahmen, verschiedene Länder investieren in Technologie, um sozusagen da die Voraussetzungen für den Erfolg von Kryptowährungen erstmal zu bereiten. Ja, einige Staaten, jetzt sprechen wir gerade über die USA, einige Staaten haben auch sozusagen erstmal Regularien geschaffen oder sind dabei, dass Kryptowährungen legal angewandt werden können. Da sind wir in der EU schon viel weiter. Also in der EU sind Kryptos reguliert, gut geregelt, in Deutschland spätestens seit 2021. Hat der Gesetzgeber ja erlassen, dass man nach einem Jahr Kryptos steuerfrei handeln kann. Also das gibt es in keiner anderen Anlageform. Vielleicht kann man sagen, bei den Immobilien, da muss man immerhin 10 Jahre warten. Und dann ist es auf 3 Objekte begrenzt. Also das geht eigentlich alles nach vorne. Kann man sagen, wir leben ja im Zeitalter der digitalisierten Zahlungsabwicklungen. Ja, dass man nicht mehr eine Bank braucht, die nur von Montag bis Freitag Transaktionen durchführt und dann auch nur von 10 bis 17 Uhr. Und dann dauert es auch noch ein paar Tage, bis es überhaupt, da sind wir sozusagen, alles stürmt nach vorne. Also was ist das? Gibt es denn eigentlich so ganz typische große Fehler, die Neueinsteiger, also die Neuinvestoren im Bereich Krypto machen? Na, gibt es natürlich in jedem Bereich. Also ein paar goldene Regeln sollte man sich zu eigen machen, um sein Kapital zu sichern. Also fassen wir vielleicht mit 3 Fehlern zusammen. Der häufigste ist sicher einfach zu hohen Preisen zu kaufen.
wenn die Gier irgendwie, also die FOMO nennt man das ja im Kryptobereich, die Angst, was zu verpassen, dann investiert man, wenn es eigentlich schon fast zu spät ist und dann kippt der Markt und dann stürzt das irgendwie ab und man muss diese Schwankungen kennen und dann kommt die Angst und dann verkaufen, also zu hohen Preisen zu kaufen, zu niedrigen zu verkaufen. Angst und Gier als schlechtester Berater ist der falsche Ansatz natürlich. Ja? Also wir wollen natürlich kaufen, wenn es günstig ist, also muss man gegen das Sentiment, also gerade wenn die Stimmung schlecht ist, wenn die Preise im Keller sind, sich da Schritt für Schritt strategisch einkaufen und verkaufen, wenn die Euphorie da ist und alles ist möglich und der Taxifahrer einem erzählt, dass es doch schlau wäre, in Bitcoin zu investieren, dann spätestens sollte man verkaufen. Guter Tipp. Ja, das Zweite, vielleicht so einfach grundsätzlich ohne Plan oder ohne Strategie einfach so drauf losstolpern. Ja, in keinem Bereich des Lebens ist das ein gutes Konzept. Also Investoren brauchen Zeit, brauchen Mühe für Recherche, das ist unabdingbar, um alle Aspekte da zu verstehen, in die Entscheidung letztendlich mit einfließen lassen zu können. Und ja, also statt planlos drauf los zu stolpern. Und als Drittes so die Private Keys, ja, also man hat ja dann ein Online-Portemonnaie, online oder offline, ein Hot- oder Cold-Wallet. Seine Private Keys, seine Zugänge sozusagen zu verlieren, kein Backup zu haben. Ja. Ein Klassiker sozusagen bei neuen Investoren, weil du es gerade so sagst. Dann hat man die vergessen oder verlegt oder vielleicht versehentlich gelöscht und hat kein Backup. Und dann im Worst Case ist dann alles weg. Ja. Man kommt dann einfach nicht mehr dran. Also das sind so vielleicht klassische Fehler. Also es ist unerlässlich, ein Backup der Private Keys zu machen. So, wenn wir das als drei Topics zusammenfassen, das machen neue Investoren gerne und da verlieren sie dann am schnellsten ihr Geld. Also das merke ich mir jetzt in jedem Fall. Das ist ja erschreckend, ne, mit dem Backup, aber sehr gut, dass es so Anhaltspunkte gibt, an die man sich gerade am Anfang erstmal so ein bisschen halten kann. Ja, okay. Otis, der Bitcoin ist ja tatsächlich schon um viele Millionen Prozent gestiegen, so wie du es eben schon erwähnt hast, und ist dann hier ehrlicherweise der Zug im Grunde genommen schon abgefahren? Naja, Bitcoin ist ja sozusagen das Flaggschiff, kann man sagen. Ja. Also viele sehen es ja heute schon fast ein bisschen als Ersatz für Gold, also mehr als Wertspeicher. Also wenn man jetzt wirklich größtmögliche Erträge erzielen möchte, sollte man sich als Kryptoinvestor vielleicht eher neuere, vielversprechende Projekte aussuchen. Da ist natürlich wichtig, das Risiko zu kennen. Also neue Projekte bringen das Risiko mit, dass man alles verlieren könnte, keine Frage. Aber da ist dann die Chance eben auch ein Vielfaches, also auf hohe Gewinne. Also alles verlieren, ja, wenn man Pech hat, ein bisschen Glück hat, macht man sich da auf den Weg zum gewaltigen Vermögen. Also das ist die Goldgräberstimmung, die sozusagen, könnte man sagen. Tolle Beispiele gibt es da ja wie Sand am Meer. Also ob wir jetzt eher Ethereum nehmen oder BNB, also von der Binance Smart Chain oder XRP oder auch so Meme-Coins, Dogecoin. Also da muss man genau hingucken. Am Ende geht es immer um diese Adoption, also den Zuwachs, wie viele neue Teilnehmer kommen sozusagen in das Netzwerk rein, sind bereit, diesen Coin zu kaufen und eben auch zu halten. Weil das macht ja dann letztendlich den Wert des Netzwerkes aus, dass Menschen da rein vertrauen und nicht sofort wieder aussteigen. Also das macht im Wert den, also im Kern den Wert des Netzwerkes letztendlich aus. Aber Bitcoin, um da nochmal drauf zurückzukommen, wäre auch gar nicht schlecht, sozusagen als Wertanlage, wie sich manche einen Porsche kaufen oder irgendwas, absolut, das nochmal drüber nachzudenken. Absolut. Man muss halt bereit sein, mit den Schwankungen umzugehen. Es ist ja ein spekulatives Invest. Aber eine sehr spannende Beimischung, auf die man nicht verzichten sollte, mit Blick gerade so in die nächsten Jahre. Sehr spannend. Und jetzt hast du mich ja schon neugierig gemacht. Das muss ich jetzt mal zugeben an der Stelle. Und wenn ich jetzt noch ein bisschen tiefer da rein möchte und noch mal gucken und ein paar Dinge durchlesen, gibt es da, wohin ich gucken kann? Also wir haben ja eine Krypto-Community. Wir bieten da Ausbildungen an. Das heißt, wir nehmen die Leute an die Hand. Also wenn du dich da ein bisschen informieren möchtest, wenn du danach fragst, haben wir eine Seite, die heißt Krypto Investing, Krypto mit K, kryptoinvesting.net.
Da kannst du dich ein bisschen informieren und einen Einblick verschaffen, ob das ein Thema ist, was du vertiefen möchtest. Das ist auch völlig unverbindlich natürlich. Und wenn dich das interessiert, dann kannst du dich für diese Community bewerben. Daraus kann sich dann nächste Schritte, aber fängt erst mal mit der Information an. Sehr gute Möglichkeit. Das werde ich auch tun. Lieber Otis, total schön, dass du dir Zeit genommen hast, zu uns zu kommen, die tollen, wertvollen Infos und ja, vielleicht bis bald. Vielen Dank für die Einladung.